Was kann ich tun für mehr Artenvielfalt in meinem Garten? Welche Pflanzen eignen sich besonders gut dazu? Und wie hilft ein Mini-Teich der Natur? Wie ihr einen schönen Garten nicht nur für euch, sondern auch für die Natur anlegt, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Lange Zeit galt ja der englische Rasen als idealer Rasen für Haus und Hof. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Jetzt heißt es Artenvielfalt. Der Rasen darf ruhig ein bisschen bunter sein. Und das erreicht man eigentlich ganz einfach, indem man nicht ganz so tief mäht. Wenn man den Rasen ein bisschen höher lässt, dann kommen die Pflanzen auch zur Blüte. Und dann sät sich das ein oder andere Unkraut oder Klee oder Gänseblümchen oder Butterblume auch mal von ganz alleine aus. Und so kriegt ihr eine schöne Vielfalt in euren Rasen. Eine Blütenwiese muss nicht immer riesengroß sein. Da reicht auch mal wirklich eine kleine Fläche, wo ihr keine Lust habt zu mähen. Einfach eine Blütenwiese aussehen und ihr habt viel Nahrung für die Insekten. Insekten und Nützlinge brauchen natürlich auch Nahrung und auch Unterschlupf. Deswegen räumt euren Garten nicht so akribisch auf. Lasst ruhig mal was liegen, wenn ihr irgendwas abschneidet. Wenn man jetzt hier unterguckt, da ist eine Menge Leben da. Aber auch gerade aufgestapeltes Totholz oder kleine Steinhaufen sind ideale Lebensräume für unsere Insekten. Und natürlich der Klassiker, das Insektenhotel darf in keinem Garten fehlen. Wenn ihr euren Garten neu anlegt oder was pflanzt oder Hecken pflanzt, denkt bitte an Vielfalt. Na klar, so ein Kirschlorbeer ist jetzt nichts Schlechtes, aber gerade als Monokultur, als Monohecke finden eure Insekten nicht viel zu fressen. Pflanzt schön bunt, vielfältig, wie zum Beispiel hier Felsenbirne, übrigens tolle Herbstfärbung, viel zu futtern. Aber auch Zierapfel, Schlehe und Weißdorn sind wichtige Nahrungsquellen für unsere Nützlinge. Je vielfältiger der Lebensraum, desto größer die Artenvielfalt. Und das sieht man hier auch schön im Gemüsegarten. Nicht nur Gemüse anbauen, immer alles schön mit Blumen kombinieren. Das bringt auch viel mehr Ertrag. Ein wichtiges Element haben wir natürlich noch vergessen. Wasser. Alle Lebewesen brauchen natürlich Wasser, unsere Insekten wollen was saufen, die Vögel wollen baden, die Schwalbe braucht Feuchtigkeit zum Nestbau. Idealerweise baut man sich in seinen Garten einen schönen Teich, braucht man aber Platz zu. Geht natürlich auch kleiner. Als Mini-Teich könnt ihr eigentlich alle Gefäße nehmen, die Wasser halten, so ein schönes Weinfass oder ein Eimer, auch so ein Körbchen geht. Wenn eure alte Badewanne oder das Körbchen nicht dicht sind, legt einfach eine Folie rein. Ich möchte natürlich wieder die Vielfalt, möchte meinen Mini-Teich gerne bepflanzen und deswegen teile ich ihn in zwei Zonen auf, in eine flache Zone und in eine Tiefe. Für meine tiefe Zone nehme ich eine schöne Mini-Seerose und Pfeilgras. So, befüllen und fertig. Beim Standort von eurem Mini-Teich achtet darauf, dass er nicht zu sonnig steht, ansonsten habt ihr viel Algenwuchs. Und möglichst am Rand den Rasen schön hochwachsen lassen, dass die Insekten gut ans Wasser kommen. Insektenhotel mit Pool, mehr geht natürlich nicht. Hat euch das Video gefallen, dann gerne Daumen hoch und für noch mehr Gartentipps Kanal abonnieren.